Ganz, ganz ehrlich, macht es überhaupt noch Sinn, Aktien zu kaufen? Die Stimmung ist am Boden, es gibt so viele wirtschaftliche Sorgen, so viele Engpässe, so viele Sachen, die noch nicht gelöst sind, wo man auch noch keine Antworten drauf hat, so viele Unsicherheiten. Und da kommt natürlich die Frage auf, hey, macht es nicht vielleicht Sinn, einfach mal Pause zu machen am Aktienmarkt? Macht es nicht vielleicht Sinn, einfach mal zu sagen, hey, man geht einfach mal raus, man verkauft seine Aktien, man bleibt in Cash und man beobachtet das Ganze einfach mal. Weil, naja, warum sollte man investiert sein, wenn es grundsätzlich so panisch ist? Könnte man auch argumentieren, warum sollte man aus dem Haus gehen, wenn gerade irgendwie eine Flutkatastrophe ist und auf diesem Wasser noch versuchen zu surfen? Das ist eine riskante Sache. So. Und heute möchte ich mal darauf eingehen und meine persönliche Meinung dir einfach mal mitgeben, wie ich das Ganze sehe. Ich habe ja einen Großteil meines Vermögens in Aktien, wie ich handle, ob ich aus meinen Aktien rausgehe, ob ich mich irgendwie absichere gegenüber dieser doch schwierigen Zeit für viele Menschen. Also ich habe immer mal wieder auf Instagram in der Fragerunde die Frage bekommen, hey Maxim, ganz ehrlich, macht es denn noch Sinn, in Aktien zu investieren? Und deswegen auch dieses Video. Und ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben und wir fangen an mit den Punkten, die dagegen sprechen, jetzt in Aktien zu investieren. Und der erste Punkt ist das aktuelle Zinsumfeld, was eine Situation ist, die wir sehr lange nicht mehr gehabt haben, ja, rein wirtschaftlich. Das heißt, wir sehen ja jetzt schon, die Zinsen von den Zentralbanken werden Schritt für Schritt erhöht, werden auch schneller erhöht als gedacht. Und das Problem ist, wir wissen halt nicht, wie hoch steigen die Zinsen noch. Das heißt, das ist eine Unsicherheit. Die Börse hasst halt Unsicherheit. Und durch diese Unklarheit, wie hoch die Zinsen gehen, ist der Aktienmarkt natürlich unter Druck. Durch höhere Zinsen, ja, werden Unternehmen teilweise weniger Gewinne machen, weniger wachsen. Das sind ja alles keine guten Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum. Und das ist zum Beispiel ein Argument, warum man sagen kann, hey, man ist vielleicht ein bisschen vorsichtig beim Aktienkauf. So. Nächstes Argument ist halt diese Ansammlung von Problemen, die wir haben. Krieg, nach Corona-Zeit, Lieferengpässe, hohe Inflation, ja, Zinsen. Dieses ganze Gesamtpaket, das wirkt so wie ein toxischer Cocktail am Ende des Tages. Und er ist natürlich, wie gesagt, nicht die optimale Voraussetzung für einen Bullenmarkt. Ja, weil ich glaube persönlich nicht, dass wir jetzt einfach mal nächsten Monat wieder einen neuen Bullenmarkt haben und alles ist wieder gut. Dann haben wir das nächste Argument auch, wo ich gerade schon von gesprochen habe. Die Inflation, die ist einfach sehr hoch und hört gerade aktuell auch nicht auf zu steigen. Die USA hat vor kurzem eine Inflation von über 8% gemeldet und das ist schon sehr hoch. Und das bedeutet natürlich auch, insgesamt auch, man merkt es ja auch als Privatpersonen, die Kosten, ob es jetzt Tank ist, Lebensmittel, Strom, Heizung, alles wird teurer und deswegen kann man da natürlich auch weniger Geld einsetzen. Und die Unternehmen haben das natürlich im großen Stil, Löhne sind erhöht worden, Kosten, Strom, Miete, alles. So, und für viele Unternehmen ist das natürlich etwas, was schwierig ist, weil sie die Preise nicht einfach an der anderen Seite, ja, gegenüber ihren Kunden einfach so erhöhen können, beim gleichbleibenden Angebot. So, dann auch große Investoren wie Ray Dalio haben vor kurzem große Summen am Aktienmarkt eingesetzt, um Aktien eben zu shorten. Das heißt, es wird gegen fallende Kurse gesetzt. Und das letzte Argument ist eben noch die hohe Volatilität. Warum sollte man sich überhaupt diese hohe Volatilität antun? Es ist halt eben nichts Schönes, wenn man ins Aktienportfolio schaut, an einem Tag minus 4%, ja, dieses Jahr vielleicht minus 10, minus 20%. Warum sollte man sich das überhaupt antun? Ja, also wo sind da jetzt die positiven Argumente an der Stelle? Und das sind jetzt alle Sachen, die mal auf der einen Seite so dagegen sprechen, überhaupt noch in Aktien zu investieren. Und das sind Argumente, wo ich erstmal auch sage, ja, die haben ihre Richtigkeit. Und ja, wir haben gerade eine Phase, die ist viel, viel schwieriger als vielleicht noch die letzten Jahre. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir hatten von 2009 bis 2020 auch den längsten Bullenmarkt überhaupt. Das heißt, das war eine sehr einfache Phase. Ich werde dir gleich aber auch nochmal erklären, ob es jetzt Sinn macht, überhaupt zu pausieren, Sparpläne zu stoppen, was auch immer. Oder ob du einfach weiter investieren kannst, beziehungsweise wie ich das mache, werde ich dir ganz ehrlich kommunizieren. Kommen wir jetzt aber erstmal zu den Sachen oder zu den Argumenten, die dafür sprechen, weiter in den Aktien zu investieren, weiter in Geld nicht auf dem Sparbuch zu lassen. Und Punkt Nummer 1 ist da auch ganz offensichtlich, durch die fallenden Aktienkurse haben wir jetzt aktuell extrem günstige Bewertungen. Wir können gute Unternehmen für einen fairen Preis einsammeln. Weil, man darf eines nicht vergessen, wir kaufen ja Unternehmensanteile und dahinter stecken ja tatsächlich reale Unternehmen, die weiterhin auch in einem wirtschaftlich schwächeren Umfeld wie aktuell produzieren. Wir essen weiterhin, wir trinken weiterhin, ja, wir gehen weiterhin sogar jetzt teilweise dieses Jahr sogar verstärkt in den Urlaub. Viele Leute wollen Corona nachholen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir eine wirtschaftliche Depression haben, wo wir alle zu Hause sitzen und Geld sparen müssen. In der Allgemeinheit.
Ich spreche jetzt wirklich nur für die Allgemeinheit. Das heißt, wir sind noch lange nicht an einem Punkt, wo man sagt, okay, das macht alles keinen Sinn mehr. So, du hast ja wahrscheinlich auch, entweder bist du selbstständig oder bist bei einem Arbeitgeber. Ich nehme mal an, ja, dass es da auch weitergeht. Du siehst ja intern, es geht voran. Vielleicht, wenn du jetzt irgendwie bei einem Automobilhersteller arbeitest, dann merkst du, oh, ja, die Lieferengpässe führen dazu, dass die Autos einfach längere Lieferzeiten haben. Aber du siehst, es kommen weiterhin Kunden rein, du siehst, es läuft weiter. Und diesen mentalen Gedanken musst du auch bei Aktien haben. Die Welt dreht sich weiter, auch wenn der Aktienmarkt jetzt nochmal 20% fällt. Die Unternehmen drehen sich weiter. Du wirst weiter zur Arbeit gehen, wenn du bei einem Unternehmen bist, was gut aufgestellt ist. Ja. Es kann auch sein, dass Unternehmen pleite gehen werden in dieser Zeit. Absolut. Aber das ist auch der nächste Punkt. Gute Unternehmen, die richtig stabil sind, die wenig Schulden haben oder gar keine Schulden haben, die extrem hohe Gewinne machen, die ihre Preise erhöhen können, bleiben weiterhin gute Unternehmen. Auch wenn die nächsten 1, 2, 3 Jahre vielleicht sehr schwer werden, diese Unternehmen bleiben weiter stabil, haben Rücklagen und können das Ganze weiterhin aushalten. Natürlich, wenn du jetzt Unternehmen auswählst, die gerade mal 3 Monate überleben könnten, wenn sie keinen Umsatz machen, gut, dann musst du dich nicht wundern, dass es da sehr, sehr hektisch werden kann, wenn die Situation sich zuspitzt wirtschaftlich. Wenn du aber Unternehmen hast, die auch mal hohe Cashbestände haben, vorgesorgt haben für schlechte Zeiten, das ist ja das, was die Oma oder der Opa immer sagt, so, denk an schlechte Zeiten, mein Junge. Ja, aber natürlich in der heutigen Gesellschaft denkt man gar nicht mehr daran, weil man dachte, ah, naja, wir leben ja in einer Zeit, wo sowas gar nicht mehr passieren kann. Kriege und sowas, das ist ja alles kann sich drehen, die Zeiten können immer schlecht werden, aber wenn du darauf vorbereitet bist, dann, ja, passt das bei den meisten Situationen. Dann haben wir aber auch Investoren wie Warren Buffett, der jetzt nicht den Markt shortet, sondern extrem in Kauflaune ist. Der investiert mehrere 10 Milliarden dieses Jahr in diverse Unternehmen und greift jetzt zu. Und war die letzten 2 Jahre eher defensiv unterwegs, hat viel Cash angesammelt. Das ist für mich auch ein Zeichen, wo ich sage, ja, es gibt zwar Investoren, die den Markt shorten, aber das ist jetzt nichts Neues. Es ist auch so, dass vor 2 Jahren der Markt geschortet worden ist. Es ist auch so, dass vor 3, 4, 5 Jahren es Crash-Propheten gab, die grundsätzlich auf fallende Kurse gesetzt haben. Auch bei Tesla war die am meist geschortete Aktie. So, bei mir war es im Depot mehr als ein Verzehnfacher. So, das heißt, du darfst dich auch nicht von diesen negativen Leuten, die vielleicht eine andere Meinung haben, du darfst dich auch nicht von diesen negativen Szenarien oder von Crash-Propheten oder auch von Ray Dalio, der kein Crash-Prophet ist, der meiner Meinung nach vielleicht kurzfristige Chancen sieht in fallenden Aktienkursen, was aber vielleicht gar nicht dein Case ist, weil vielleicht macht er da nur einen kurzfristigen Trade und wenn du jetzt aber langfristige Positionen hast, dir das jetzt anschaust von Ray Dalio und sagst, okay, ich verkaufe jetzt meine Aktien, dann vermischst du da was komplett. Das heißt, wenn du langfristig unterwegs bist, das habe ich hier auch aufgeschrieben, langfristig ist es aktuell eine Riesenchance. Eine absolut große Chance und das muss man halt sagen, die Bewertungen sind am Ende des Tages interessant und merke dir eins, du wirst nur dann günstig Aktien einkaufen, wenn du dann Aktien kaufst, wenn es für die breite Masse absolut geisteskrank ist, Aktien zu kaufen. Denk da mal drüber nach. Aktienkurse werden nicht spottbillig, wenn die breite Masse sagt, yes, ich will auch da rein und die Medien berichten, geil, das ist die größte Chance, lass uns alle Aktien kaufen. Warum? Sonst wären die Aktienkurse nicht so niedrig. Dann würden die Aktienkurse wieder einfach steigen, wenn da die Nachfrage so hoch ist. Und das ist das entscheidende Learning eigentlich. Du musst dir, egal was du dir für Fragen stellst, Vorteile und Nachteile anschauen, wie wir das hier in diesem Video gemacht haben. Heißt also jetzt das Fazit meiner Meinung nach, wie denke ich jetzt über diese ganze Thematik? Wie verhalte ich mich jetzt? Investiere ich weiterhin in Aktien oder cash ich alles aus? Und da kann ich nur sagen, natürlich investiere ich weiterhin in Aktien. Was ist das jetzt für eine Sache, dass man jetzt sagt, oh, jetzt ziehe ich alles zurück und ich investiere jetzt nicht mehr in Aktien. Es macht keinen Sinn. Und ich kann dir auch ganz klar sagen, warum. Wenn du die 20 besten Tage an der Börse nicht investiert bist, dann hast du eine komplett andere Rendite, eine viel niedrigere Rendite. Und wenn du jetzt glaubst, du könntest timen, wann in den nächsten 1, 2 Jahren die besten Tage sind, dann bist du vielleicht der Überinvestitionsgott, ja, dann schreib mir gerne, dann will ich ein Autogramm von dir. Aber das wird keiner am Ende des Tages schaffen und deswegen ist es wichtig, investiert zu bleiben, auch in Krisen, weil es gibt dieses schöne Zitat, wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Und das ist so. Es ist natürlich immer so, dieser Gedanke ist ja logisch, dass man sagt, naja Max, wenn ich doch jetzt aussteige und ich komme dann wieder zurück in einem Jahr, und kann dann günstiger einkaufen, das ist doch top. Aber du weißt halt nie, was passiert. Du weißt nie, fällt der Aktienmarkt überhaupt noch weiter? Wie sieht das Ganze aus? Und. Deswegen bleibe ich weiterhin investiert. Ich verkaufe keinerlei Aktien. Ich habe in den letzten Monaten keine Aktie irgendwie verkauft. Was nur wichtig ist, dass du einen klaren Plan hast, wie du jetzt im Crash Aktien kaufen kannst, wie du damit umgehen kannst. Aber du musst halt grundsätzlich
einen Plan haben, wie du das Beste aus dem Crash rausholst und wie du vor allem jetzt auch nicht zu viel Geld auf einmal investierst. Wichtig ist, Schritt für Schritt reinzugehen, eine klare Strategie zu haben und auch immer ja, Cash zu haben, flexibel zu sein, dass du jetzt nicht irgendwie unter Druck gerätst, dass du nicht zu viel Geld investierst, wo du sagst, oh mein Gott, das brauche ich jetzt noch, weil dann fängt es an, nimm bloß keine Kredite auf, um jetzt Aktien zu kaufen, sondern bleib vernünftig, analysier die Aktien, mach keine Bauchgefühlkäufe, dann macht der Aktienmarkt auch immer Sinn, mit Vorsicht, ja, mit Ahnung, nicht einfach irgendwas kaufen, das ist längst vorbei, das hat auch noch nie funktioniert. Wenn du mal wissen willst, wie so ein konkreter Plan für dich auch aussehen kann, dann melde dich gerne und bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch auf www.mxrode.com. Wir sehen uns und hören uns im nächsten Video. Bis dahin.